Hey Leute, herzlich willkommen zu Ausgabe 10 der Stunde der Superhelden News. Wir sind zweistellig. Yay, us. Wir haben heute ein paar Themen. Wir fangen auch direkt mit einem sehr, sehr positiven Thema an. Gestern Abend gab es ein Update für Sturm der Superhelden. Der Hotfix für Darkhawk sollte jetzt live sein. Ihr solltet jetzt keine Probleme mit Lags haben, wenn ihr den Kampf anfangt. Laut Reddit und den Foren gibt es immer noch einige Leute, die Probleme haben. Das sind dann aber eher die mit den Low-End-Geräten. Also ich freue mich darauf, dass ich die Probleme auch weiterhin haben werde. Ich habe vorher eine Runde gegen Darkhawk auf Meister gespielt und es lief deutlich besser als davor. Also vielleicht ist mein Handy doch besser, als ich dachte. Das ist mal die positive Nachricht zu Beginn des Tages. Dann haben wir ganz viel Drama um den Weihnachtskalender. Wie ihr wisst, gibt es jedes Jahr zu Weihnachten einen extra Login-Kalender. Der kommt auch dieses Jahr. Allerdings gab es eine Benachrichtigung an euer Telefon, wenn dass der Weihnachtskalender jetzt live ist, was halt nicht der Fall ist. Die Leute sind jetzt komplett am Ausrasten in den Foren, wo der Weihnachtskalender ist. Wie lächerlich das ist, dass wir den noch nicht bekommen haben. Bla bla bla. Ihr kennt ja die Community, alle direkt am Eskalieren. Es gibt jetzt ein Update. Wir bekommen einen Weihnachtskalender, wie zu erwarten, heute Abend. Wenn ich das richtig verstanden habe von der Uhrzeit her, ich bin brutal schlecht im Uhrzeiten konvertieren von anderen Zeitzonen, aber müsste eigentlich bei uns heute Abend dann verfügbar sein. Lustig ist, dass das Announcement auf der deutschen Sturm der Superhelden-Seite via Google übersetzt wurde. Richtig stark von Kabam. Dann haben wir eine andere positive Nachricht. Wir haben Entschädigungen für Boosts bekommen. Falls ihr das nicht wusstet, die Boosts für eure Superkräfte, dass die mehr Schaden verursachen, waren verbuggt. Darunter war wohl auch der Boost, der den Schaden der dritten Superkraft verringert. Ich habe nämlich auch Entschädigungen bekommen. Es ist gar nicht mal so schlecht, für das, dass ich es eigentlich gar nicht mitbekommen habe. Ich habe 23 Kriegssiegerkristalle, 14 Kriegsverliererkristalle und 14.000 Treue bekommen. Ich beschwere mich da definitiv nicht, bin ich ganz zufrieden damit. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde es gut, wenn Kabam sagt: Okay, Leute, das hat nicht funktioniert, wir haben es da verbockt. Ihr bekommt eine Entschädigung dann dafür. Ist absolut gerechtfertigt und ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, um sich bei der Community wieder ein paar Pluspunkte zu sammeln. Dann haben wir eine Umfrage im offiziellen Kabam-Forum. Und zwar geht es um die Event-Quests im Jahr 2018. Also alle 12 Quests, die wir dieses Jahr hatten. Beziehungsweise im Forum sind die zusammengefasst auf die verschiedenen Stories. Da könnt ihr euch raussuchen, welche euch am besten gefallen hat und könnt an der Umfrage teilnehmen. Gut, dann haben wir am Ende, das war jetzt alles relativ schnell, aber es sind jetzt nicht so mega große Sachen, aber am Ende haben wir dann noch eine Sache, über die ich sprechen möchte. Und zwar kommt momentan immer mehr das Thema auf, dass die Allianzmissionen und die Allianzkriege zu viel sind. Das Ganze kam zum einen durch das Update für Karte 6, das ja jetzt diese Woche live ging. Soweit ich weiß, spielen die Leute, die Karte 6 spielen, jetzt die erste Woche, die neue Karte. Und es sind einfach ein paar Knoten dabei, die absolute Bullshit sind. Ich weiß nicht, so Knoten wie Dornen oder so hat halt einfach nichts verloren. Oder einfach generelle Degeneration, einfach Schaden, den man nicht vermeiden kann. Ist einfach lächerlich. Ich weiß nicht, warum es sowas gibt. Und dann auch noch in Karte 6, die ja eh schon relativ schwer ist, die extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Und halt auch ganz viele Ressourcen. Da hatten wir relativ viele Sachen, oder relativ viele Leute, die sich da in den Foren darüber beschwert haben. Und wir haben zwei etwas prominentere Personen, die sich in Bezug auf die Allianzkriege beschwert haben. Und zwar haben wir zum einen Rich the Man, das ist ein englischsprachiger YouTuber, der ein Video gemacht hat, weil irgendjemand aus seiner Allianz wohl gecheatet hat, also der hat gegen die Terms of Service verstoßen, also gegen die AGB im Prinzip. Man weiß allerdings nicht, was er gemacht hat. Sie wissen auch nicht, wer es war. Es besteht also die Möglichkeit, dass es jemand war, der schon gar nicht mehr in der Allianz ist. Und im Zuge dessen wurde die Allianz eben um 1 Million Punkte runtergestuft, was halt schon relativ krass ist. Der Grund dafür ist relativ einfach. Kabam muss gegen die Leute vorgehen, die im Spiel cheaten, die sich da halt einfach unrechtmäßig Siege erkaufen oder erspielen oder halt einfach ercheaten.
Und es betrifft halt immer die komplette Allianz. Es ist natürlich für die Allianz, für die 29 anderen Spieler oder vielleicht in dem Fall sogar 30 Spieler, die eigentlich nichts falsch gemacht haben, extrem bitter, die ihre Platzierung verlieren. Die haben sich die Platzierung eigentlich erspielt, haben ihre Einheiten und ihre anderen Ressourcen verbraucht, um sich Boosts und Heilsehern und was auch immer zu kaufen, um eben einfach in, ich glaube, die waren Platin 3 oder so. Oder Platin 2, um auf jeden Fall in der Stufe zu bleiben. Und sind jetzt halt runtergestuft worden auf Gold 2 oder Gold 1, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass, es ist ziemlich unfair. Kabam sollte sich da vielleicht was überlegen. Natürlich betrifft es die komplette Allianz. Wenn jemand im Allianzkrieg, ich sag mal, unfair spielt, weil die Allianz eben dadurch halt auch bessere Siegchancen hat. Es sollte aber trotzdem irgendwie eine andere Möglichkeit geben, das zu lösen. Und es sollte auf jeden Fall so sein, dass zumindest der Anführer der Allianz Bescheid bekommt, welcher Spieler denn tatsächlich gegen die Regeln verstoßen hat. Dann hatten wir ein anderes Video von Seaton. Seaton ist so der bekannteste oder prominenteste MCC-YouTuber, der sich ganz extrem über die Allianzkriege aufgeregt hat und eben auch über die Allianzkriegssaison, und der behauptet, das Ganze zerstört ein bisschen das Spiel, einfach weil der Druck auf die Spieler so hoch ist in den Allianzkriegen. Mit der Überarbeitung der Karte hat, also Überarbeitung der Allianzkriegskarte, hat Kerber mal gemeint, das Ziel ist nicht, dass jede Allianz 100% schafft. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass jede Allianz normalerweise 100% schafft. Wenn man nicht 100% schafft, hat man im Prinzip verloren, weil die andere Allianz eben die 100% machen wird. Es ist auf jeden Fall viel mehr Druck auf den Spielern, und da Allianzkriege die einzige Möglichkeit sind, an Stufe 5 Basisentwickler zu kommen, durch die Saisonbelohnungen eben, besteht natürlich auch der Bedarf, Allianzkriege zu spielen. Es ist nicht so wie früher, dass man sagen kann, okay, ich verzichte drauf. Früher hat man hauptsächlich Splitter bekommen, Splitter und Treue eben, und jetzt muss man die Allianzkriege halt spielen, um seine Champions weiter aufwerten zu können. Ich kann dem Ganzen nicht hundertprozentig zustimmen. Wir spielen aber auch nur in Gold 1, also wir sind keine Allianz, die in Meister oder Platin spielt. Bei uns ist der Druck halt auch einfach nicht so arg vorhanden. Wenn ich Kacke baue im Allianzkrieg, dann ist es halb so wild. Dann, wenn wir den Krieg verlieren, mei, dann ist es halt so. Da reißt niemand jemanden Bein aus. Nur weil man mal einen schlechten Tag hat oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Druck in den höherstufigen Allianzen tatsächlich deutlich höher ist. Gibt es eine Lösung? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie man es anders machen soll. Natürlich sollte man vielleicht schauen, ob die Stufe 5 Basisentwickler vielleicht nicht auch einfach in die Allianzmission gehören. Zumal die Allianzmissionen ja auch schwerer geworden sind. Da würde ich sagen, da könnte man tatsächlich überlegen, ob man vielleicht eine andere Quelle noch macht und nicht zwingend die Allianzkriege, weil die Allianzkriege brauchen halt extrem viele Ressourcen. Das ist durchaus richtig. Ich meine, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Heilserum in der Allianzmission gebraucht habe. Klar, wir spielen nur Karte 5, wir spielen nicht Karte 6, aber trotzdem, keine Ahnung, im Vergleich Allianzkriege, Allianzmission, die Unterschiede sind halt schon gravierend. Jetzt, wenn dann noch die Karte 7 kommt, für die ja momentan die Beta läuft, oder die Beta jetzt vorbei ist, die jetzt halt die letzten Tage lief, da wird es dann halt noch viel schlimmer für die Allianzen, die auf dem Niveau spielen wollen. Die Menge an Ressourcen, die ins Spiel stecken müssen, ist halt dann einfach nicht mehr angemessen. Klar kann man einfach sagen, okay Leute, wenn es euch zu viel wird, dann spielt einfach auf einem niedrigeren Level. Ich kenne genug Leute, die gesagt haben, hey, ich will nicht auf so einem hohen Level spielen. Von uns sind einige gegangen, als die ganze Allianzkrieg-Seasons angefangen haben, haben einige Leute gesagt, hey, ich würde gerne in einer Allianz spielen, die eben nur Karte 3 spielt in der Allianzmission, dass ich mich auf die Kriege konzentrieren kann und meine Champions halt dann entsprechend dadurch aufwerten. Wie gesagt, ich habe keine Lösung für das ganze Problem, aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Habt ihr auch das Problem, dass es alles ein bisschen zu viel wird, dass es euch zu stressig wird, dass der Druck zu hoch ist, vor allem wenn ihr eben in höherstufigen Allianzen spielt, wenn ihr in Platin, aber auch wenn ihr in Gold spielt, wenn ihr in Silber spielt, auch da gibt es genug Allianzen, die Druck auf ihre Mitglieder machen. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Das war's jetzt nämlich für die Ausgabe 10. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute.